Die Prognosen sind eindeutig. Hoyerswerda wird weiter schrumpfen. Von welchen Dimensionen man ausgehen muss, wurde am Mittwochnachmittag dargelegt. Aufgrund der Altersstruktur in der Stadt wird die Schere zwischen Todesfällen und Geburten weiter auseinandergehen. Nimmt man die normalen Wanderungsverluste dazu, stehen jährlich 300 bis 500 Einwohner in der Statistik weniger. Summiert bis 2030 bedeutet das knapp 11.300. Jetzt sind es noch 19.000 Hoyerswerda. Die Zahl bezieht sich nur auf die Neustadt. Umgeschlüsselt auf Wohnungen heißt das, 6.000 werden leer stehen. Zum Vergleich, in den vergangenen 15 Jahren wurden bereits 9.000 Wohnungen abgerissen. Beim Thema Stadtverkleinerung ist also gerade mal ein wenig mehr als die Hälfte geschafft. Die Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern wie erwähnt Prognosen. Jedoch muss man davon ausgehen, dass auch Marketingaktionen, mehr Einwohner hierher zu locken, sicherlich nicht einen Effekt von tausenden Zuzügen haben. Eine Strategie ist also nötig, um das Ganze mit mehr System und Weitsicht in Angriff zu nehmen. Die Eckpunkte der Stadtverwaltung sehen nun so aus. Der Abriss von außen nach innen bleibt Schwerpunkt. Allerdings soll sich die Neustadt wie ein Band um die Hauptverkehrsadern Bautzenallee, Kölz- und Weihnachtsstraße in Richtung Künicht entwickeln. Grund dafür ist die Prognose der benötigten Wohnungsgrößen. Ein Bedarf wird vor allem in 1 bis 3 Räumen gesehen. Diese Blöcke sollen erhalten bleiben. Konkret bedeutet das, das Wohngebiet am Elsterbogen sowie die Wohnkomplexe 1 bis 3 bleiben stehen. Allerdings sind Entdichtungen, also punktueller Abriss, möglich. Teile der WK 4, 5 und 8 werden zu Wohninseln mit viel Freiraum. Der Entwurf sieht zudem vor, jedes Areal spezifisch, also seniorengerecht, kinder- und familienfreundlich, Mehrgenerationenwohnen zu gestalten. So sieht die Grundrichtung also aus. Das allerdings war offenbar vielen Besuchern am Mittwoch zu wenig. Ich bin genauso schlau wie vorher. Das war mein Eindruck. Also ist nichts Konkretes rausgekommen, was ich eigentlich erwartet habe, was im WK 3 eigentlich sein soll und was abgerissen wird oder was, das ist alles auf. Also, und dieses Informationsblatt, was da war, das ist, also, da kann man nichts draus sehen. Das ist ein Irrsinn, was man da gemacht hat. Das ist Strichleistung, Liste und mehr nicht. Was da ist, man sieht da nichts draus. Also es war nichts Besonderes jetzt. Wir sind nicht enttäuscht und auch nicht überrascht worden. Im Prinzip, das, was gesagt wurde, das ist der Fakt hier. Ja. Dass in 2 Stunden natürlich nicht so ausführlich alle Belange und alle Sorgen mit berücksichtigt werden können, das ist klar. Der Redner hat es sehr ausführlich gemacht, hat es dargelegt. Das war vielleicht für manche zu viel Theorie, aber ansonsten bei der nächsten Veranstaltung kommen wir dann wieder. Ich fand als Information das, was der Herr Neumann gesagt hat, ja, ganz informativ, wenn man sich das erste Mal damit richtig befasst. Ansonsten fand ich, es heißt Stadtumbau. Und Stadtumbau heißt nicht bloß Neustadt, sondern man muss das komplex betrachten. Es ist, zu eingeengt. Wenn man bloß sieht, die demografische Entwicklung, die hat ja alles Ursachen. Und auch Möglichkeiten, wo man dagegen, zumindest versuchen kann, dagegen zu steuern. Das fehlt mir. Dass man auf, das Große und Ganze, was da ein Problem ist hier vor Hoyerswerda, eingeht. Ich meine, das kann man in so einer Veranstaltung immer machen, aber es gehört irgendwie dazu, für meine Begriffe. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber eben das hat eben gefehlt, dass man sich nicht da einigen konnte, sondern über ein großes Konzept, welche Blöcke dann irgendwann mal abgerissen werden und wann, nicht? Der Eindruck ist, dass es eigentlich wenig brauchbare Ansätze gibt, was die Stadtentwicklung, was das mit sich bringen soll. Andererseits fehlt in der Darlegung hier wirklich das, was die Bürger interessiert. Wann also mit Rückbau eventuell begonnen wird, was sicherlich nicht der Hauptpunkt ist, sondern die meisten interessieren sich dafür, in ihren eigenen 4 Wänden zu bleiben, aber unter Beachtung
des Alters vielleicht, wie man dann eben als, ich sage mal, 75, 80-Jährige auch noch bis in die vierte Etage kommen kann. Warum schafft man nicht Alleinstellungsmerkmale für bundesweit? Wir sind nun mal Vorzeigeobjekt. Alle anderen Städte kommen da nun mal in Zukunft auch hin, dass sie Altersbevölkerung jenseits der 60 plus haben im Durchschnitt. Und da sollte man vielleicht ansetzen, einfach da Alleinstellungsmerkmale schaffen, dass die Leute auch in die zweite, dritte Etage kommen. Ich kenne das immer aus beruflichen Gründen, dass Leute nicht mehr hochkommen oder schwer runterkommen und dann können sie am Leben draußen nicht mehr teilhaben. Und da sollte man vielleicht. Das ist eine Diskussion und jede Seite hat Schwierigkeiten, aber wir müssen wahrscheinlich das akzeptieren, die Abrisse. Egal wie es jetzt mal wird. Also vielleicht werden Häuser ein bisschen die Stöcke kürzer gemacht. Vielleicht wird darüber nachgedacht, dass beide Seiten nachdenken, wie man es besser machen könnte. Das ist doch schon mal gut, wenn die sich zusammensetzen alle und dann zusammen diskutieren und die Argumente zählen ja auch. Der Prozess war und wird nicht einfach. Der Abriss muss weitergehen, denn auch Leerstand kostet. Ideen dazu sind weiter gefragt, müssen aber bezahlbar sein. Dass gerade ältere Menschen Klarheit haben wollen, wo sie nun ihren Lebensabend verbringen können, ohne von einem erneuten Umzug eingeholt zu werden, ist klar. Aber wenn jeder ruft, unser Haus darf nicht abgerissen werden, dann ist sobald nicht mit ernsthaften Planungen zu rechnen und der Eindruck des Halbherzigen bleibt. Und alle, die Antworten suchen, müssen weiter vertröstet werden. Am 7. Juli soll übrigens erneut diskutiert werden, vielleicht weniger emotional, dafür mit Weitblick. Alles andere hilft nämlich nicht.